Eines der wirklich nahrhaftesten und gesundheitsförderndsten fermentierten Getränke überhaupt, was du ganz unkompliziert zu Hause selber machen kannst und was schon nach 3 Tagen theoretisch trinkbereit ist, ist der Rote-Bete-Quass. Was es auf sich hat mit Rote-Bete-Quass, warum es so gesund ist, woher es überhaupt kommt und wie du es dir zu Hause selber machen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Quass stammt aus dem slawischen Raum und wird dort seit vielen Jahrhunderten schon getrunken. In Russland wird es auch Blut der Erde genannt. Der Begriff Quass an sich bezieht sich auf einen traditionellen Brottrunk. Das heißt, er wird eigentlich nicht aus Rote Bete hergestellt, sondern aus altbackenem Brot. Wie du dieses uralte Traditionsrezept machst, das werde ich dir in der Infobox verlinken und in der Infokarte. Schau da auf jeden Fall vorbei, das habe ich mit meiner Oma zusammen gedreht, beziehungsweise ich habe mitgefilmt, wie sie es euch vorgeführt hat. Also schaut da sehr gerne mal vorbei. Da zeigt sie ihre alten Tipps und Tricks. Und genau, jetzt aber machen wir heute eine Version, die kam dann kurze Zeit später. Statt Brot kamen Leute auch auf die Idee, das mal aus Rote Bete zu machen. Und daher der Name Rote Bete Quass. Beliebt ist der Rote-Bete-Quass vor allem deshalb geworden, da er eine sehr, sehr stark reinigende Wirkung auf die Leber hat, unserem Stoffwechsel und Entgiftungsorgan schlechthin. Meine Oma sagt auch tatsächlich immer, dass es kein anderes fermentiertes Getränk gibt, das deine Gesundheit und in so schneller Zeit deine Power im Alltag verbessern kann wie Rote-Bete-Quass. Beim Rote-Bete-Quass, da müsst ihr gar nicht so viel davon trinken wie bei allen anderen Getränken so. Ihr könnt es wirklich eher als Medizin sehen. Und zwar reicht da völlig aus, wenn ihr so in der Früh auf leeren Magen gleich nach dem Aufstehen nüchtern so ein Schnapsglasel von diesem Rote-Bete-Quass zu euch nehmt oder maximal ein halbes Glas davon auffüllt und gleich trinkt. Und optimal wäre es auch noch, beziehungsweise falls ihr jetzt wirklich eure Leber reinigen wollt, dann auch nochmal abends nach dem Abendessen, aber eher so Richtung Schlafen geht, Bett geht Zeit, wenn der Magen schon ein bisschen geleert ist, dann nochmal die gleiche Portion abends nochmal zu euch nehmt. Also wie gesagt, sie ist wirklich als eine Detox-Medizin und da reichen auch wirklich tatsächlich kleinere Mengen davon bei der Einnahme. Also ihr müsst dort keinen Liter ächzen, um eure Leber zu reinigen. Also kommen wir jetzt zu der Zubereitung dieses super Leber-Detox-Getränkes und dafür flitzen wir einfach mal in die Küche. Als allererstes schnappt ihr euch für euren Rote-Bete-Quass ungefähr 1 Kilo Rote-Bete, was bei uns jetzt ungefähr 3 große Rote-Bete-Knollen waren. Und die werdet ihr dann einfach so schön, wie es jetzt in dem Video, beziehungsweise wie es meine Oma in dem Video euch zeigt, in kleinen Stückchen schneiden. Also erstmal in Scheiben, dann in so länglichen Scheiben und dann in kleine Würfel. Das ist nämlich deshalb wichtig, weil dann die ganzen Stoffe in unserem Kochvorgang später besser sich rauslösen aus der Rote-Bete und eben der Sud dann viel dicker wird und intensiver. Und wie immer findet ihr auch alle Infoangaben und Mengenangaben und andere Rezeptinfos nochmal in der Infobox verlinkt, wie immer. Genau, dann übergießt ihr das alles mit etwas Wasser, kocht den ganzen Rote-Bete-Sud einmal kurz auf und kurz vorm Kochen bildet sich oben ein weißlicher Schaum. Den müsst ihr einfach bitte runterziehen mit einem Löffel und sobald der ganze Sud aufgekocht ist, stellt ihr das auf mittlere oder ganz, ganz niedrige Hitze und lässt es nochmal für weitere 30 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit vermengen wir in einer kleinen Schüssel oder in einem Glas ein bisschen Mehl, Zucker und warmes Wasser und etwas frische Biohefe miteinander und lassen dann diese ganze Komposition nochmal für so circa 20 Minuten stehen, bis sich auf der Oberfläche so kleine Bläschen gebildet haben, beziehungsweise so ein Schaum. Ihr seht das in dem Video nochmal ganz gut. Und noch ein kleiner Tipp von meiner Oma: Für bessere Resultate verwendet wirklich frische Hefe und nicht die Trockenhefe. Sobald der Rote-Bete-Sud etwas abgekühlt ist, also so circa auf Raumtemperatur, er sollte noch lauwarm sein, aber wirklich nicht mehr heiß, geben wir etwas Zucker hinzu, Rosinen und ein bisschen Honig. Das Gute ist, wenn man den Rote-Bete-Quass in einem gekochten Zustand zubereitet, man muss deutlich weniger Süße verwenden für den Fermentationsprozess. Also das ist ein kleiner Vorteil für die, die eh gucken wollen, dass möglichst wenig Zucker in dem Endgetränk drinnen ist. Weil uns ja beim Kochvorgang vorher ein bisschen Wasser abhanden gekommen ist, geben wir dieses jetzt nochmal hinzu und natürlich unsere mittlerweile fluffig gewordene, schaumige, frische Hefemasse
und das Ganze wird einfach nochmal umgerührt. Dann heißt es ein Tuch drauf und der Rote-Bete-Quass, der mag es warm und dunkel. Also stell es bitte an einen Ort, der lichtgeschützt ist, aber in dem es nicht kalt ist. An dem Ort eurer Wahl sollte er dann so circa 4 Tage vor sich hin fermentieren. Aber ich wollte es euch unbedingt zeigen, wie das schon aussieht nach 2 Stunden. Und zwar durch diese frische Hefe bekommt das Ganze schon ein Eigenleben und zwar in der kürzesten Zeit. Und ihr seht diese ganzen Blubberbläschen, die sich gleich schon bilden. Und diese krasse Schaumbildung, die passiert wirklich dank der frischen Hefe schon sehr, sehr stark am Anfang. Nach 4 Tagen sieht das Ganze dann so aus, meiner Meinung nach nicht ganz so spektakulär wie mit den ganzen Schaum- und Blubberblasen, denn diese bilden sich nach kurzer Zeit auch wieder zurück. Deshalb wollte ich euch da unbedingt mal kurz mitnehmen. Jetzt heißt es einfach nur noch den Rote-Bete-Quass abseilen und in Flaschen umfüllen. Im Kühlschrank hält er sich dann nämlich problemlos eine gute Woche. Ich bin auch jedes Mal total begeistert und hin und weg von dieser wunderschönen tiefroten Farbe, die dieser Rote-Bete-Quass hat. Ich finde, der macht richtig Lust auf, ich weiß nicht, healthy living, wenn man dieses tiefrot schon sieht. Also wenn das nicht gesund ist, dann weiß ich auch schon nicht mehr, was gesund sein soll. Und als extra Tipp für euch noch, meine Oma hat gesagt, es schmeckt immer super gut, wenn man noch ein bisschen frische Minze in die Flasche mit reinlegt. Dann nimmt das Ganze noch ein Minzaroma an. Also für diejenigen, die frische Kräuter gerne mögen oder im Garten welche übrig haben, gerne noch reintun. Und dann lasst euch schmecken und wie immer natürlich bleibt gesund. So, meine Lieben, jetzt wisst ihr auch schon, wie einfach es ist, euren eigenen Leber-Detox-Booster euch selber zu machen. Da müsst ihr gar nicht so viel Geld rausschmeißen, um irgendwelche fancy Sachen euch dafür zu kaufen. Falls ihr noch mehr Tipps und Tricks übrigens rund um das Thema Fermentieren haben wollt, damit ihr da vielleicht keine Fehler macht oder ihr kennt euch noch nicht so gut aus mit dem Thema und wollt noch mehr Hintergrundinformationen haben, dann ladet euch gerne meinen kostenlosen PDF-Guide herunter zum Thema Fermentieren. Den findet ihr unten in der Infobox. Und wie gesagt, falls ihr noch mehr Anregungen haben wollt rund um das Thema Fermentieren, da habe ich auf diesem Kanal wirklich sehr, sehr viele Videos. Einfach mal in meiner gesunden Rezepte-Playlist mal durchstöbern. Da findet ihr genug Abwechslung und Inspirationen rund um das Thema fermentierte Getränke und Lebensmittel. Das war's für heute, meine Lieben. Ich hoffe, du konntest wie immer einen Mehrwert aus diesem Video für dich selbst mitnehmen. Und wenn du jemanden kennst, der ebenfalls von dieser Info profitieren kann, dann hab keine Scheue und teile es doch gerne mit dieser Person. Und in dem Sinne, ich wünsche euch noch eine wunderschöne restliche Woche. Bleibt fit und gesund und dann sehen wir uns wieder übernächste Woche Dienstag bei einem neuen Video. Pippi!